Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Wir haben letzte Woche schon damit angefangen und zwar geht es darum, dass ihr Frauen uns Männer besser versteht. Und wir haben letzte Folge und auch letzte Woche mit den ersten vier Punkten angefangen und wir machen jetzt direkt weiter mit den nächsten drei Punkten von bei den nächsten, also Punkt 5 bis 7. So, da sind wir. Und wir haben letzte Woche schon super viel abgedeckt, aber heute machen wir jetzt nochmal die letzten drei. Und der erste Punkt, den wir jetzt für euch haben, ist: Männer wollen Sex. Punkt. Punkt. Es ist halt so, dass, also das ist so dieses typische Klischee, aber es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit der Männer, das haben wir letzte Folge auch schon gesagt, es geht um die Mehrheit der Männer, dass die Mehrheit der Männer einfach Sex wollen. Es ist so, dass die meisten Männer mehr Sex wollen als die meisten Frauen. Und es ist aber nicht so, dass es nur triebgesteuert ist und die jetzt so, ich will Sex, ich will Sex. Sondern es gibt halt eben auch andere Gründe, die dafür sorgen, dass sie Sex wollen. Und was für mich voll der Punkt war, der mich zum Nachdenken gebracht hat, ist halt, dass für Männer Sex Liebe bedeutet. Und wir hatten in der letzten Folge auch schon erwähnt, wie viel Liebe den Frauen bedeutet, also was Liebe den Frauen bedeutet. Und Sex ist einfach ein Ausdruck von Emotionen für Männer. Das bedeutet, wenn du deinen Mann liebst, hast du mit ihm Sex. Ist jetzt ganz simpel, ist ganz, ziemlich strikt hört sich das an. Das kann man auch nicht so pauschalisieren, aber wenn du mal darüber nachdenkst, warum hast du Sex mit deinem Mann? Manchmal raffst du dich vielleicht auf, manchmal hast du selber Lust, manchmal ist der Moment schön, aber es als Geschenk für deinen Mann zu machen, weil es für ihn Liebe bedeutet, finde ich, ist einfach nochmal ein anderer Beweggrund auch. Ja, und ein definitiv auch noch anderer Punkt ist, dass wenn wir Ablehnung erfahren, Ablehnung von Sex, dann kann das, in einer gesunden Beziehung ist das nicht schlimm, weil dann redet man da irgendwie drüber und alles ist irgendwie in Ordnung. Aber wenn man das irgendwie dauerhaft macht und dauerhaft einfach sagt, ich will das nicht, so dann kommt man wieder in dieses, was wir letzte Folge auch gesagt haben, in diese Männer sind unsicher. Dann kommt nämlich genau dieser Punkt, dass wir anfangen, irgendwie unsere Räder im Kopf, die fangen an zu rattern. Ratter, ratter, ratter. Und wir denken irgendwie, unsere Frau oder meine Frau findet mich nicht attraktiv zum Beispiel. Oder, ja, weiß nicht, irgendwas steht zwischen uns oder sonst irgendwas. Oder sie ist unzufrieden mit mir oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Das kann alles mit so einer Ablehnung von Sex zusammenhängen. Und das ist halt super wichtig zu wissen, weil das halt, ja, so viele Sachen einfach mit sich bringt. Ja. Und es ist halt einfach ein grundlegendes, tiefes Bedürfnis vom Mann, eben begehrt zu sein. Das gibt ihm unheimlich viel Selbstvertrauen, wenn du mit ihm Sex hast, wenn du dieses Bedürfnis, geliebt und begehrt zu sein, wenn du das von dem Mann einfach, ja, durch Sex, sag ich mal, bedienst. Das klingt jetzt total blöd, ist wahrscheinlich auch das falsche Wort, fällt gerade kein anderes ein, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, wie gesagt, in einer gesunden Beziehung würde man das jetzt nicht so sehen, boah, ach du meine Güte, ich muss jetzt immer hinhalten quasi, wenn mein Mann Sex will. So soll das nicht sein, gar keine Frage. Aber wenn du das halt einfach im Hinterkopf behältst, was das für eine andere Bedeutung für den Mann hat, nicht dieses triebgesteuerte, ich muss jetzt Sex haben, sondern eben, dass es für ihn Liebe bedeutet, das ist und dass du als Frau deinen Mann auch attraktiv findest. Ja, ja. Und das ist halt, ja, ändert das ganze Ding einfach nochmal. Also hattest du zumindest für mich vor allem. Und genau, wir wollen da aber an dem Punkt auch nochmal, das fällt mir gerade noch ein, noch einmal betonen, es geht
hier nicht um Paare, die sich gerade frisch gefunden haben oder so, sondern wir sprechen jetzt, oder ihr auch vielleicht noch keinen Sex zusammen hattet, wir sprechen wirklich von Paaren in einer Ehe, die sich einfach schon gefunden haben, die wissen, dass sie zusammenbleiben und wo es einfach ernst ist. Also wir wollen jetzt nicht, dass irgendwelche jüngeren Paare, die jetzt gerade neu zusammen sind. Definitiv, mein Mann braucht Sex, mein Freund braucht Sex. Okay, dann kriegt er das. Das ist ein anderer Punkt und das ist eine wirklich andere Geschichte. Von daher das einfach nochmal an der Stelle zu betonen. Und genau. Lasst euch Zeit. Ja, voll. Genau. Deswegen nochmal zurückzukommen, als Frau einfach zu gucken, ja, die richtigen Signale zu senden, wenn ihr mal einfach wirklich gar keinen Kopf und gar keine Lust auf Sex habt und das einfach verschiedene Gründe hat oder es euch nicht gut geht oder wie auch immer, dann sendet nicht einfach nur das Signal, nee, kein Bock, sondern erklärt warum und signalisiert aber trotzdem, dass ihr ihn liebt und dass ihr ihn attraktiv findet. Was man halt eben auch noch machen kann als Frau, ist einfach auch mal die Initiative zu ergreifen. Das zeigt dem Mann nochmal, dass ihr ihn attraktiv findet, dass ihr auch Lust auf Sex habt und dass ihr ihm Liebe geben wollt. Gerade wenn man als Mann auch weiß, okay, Frauen sind, was Sex angeht, die sind anders gepolt, dass sie von sich aus heraus eigentlich kein so krasses Bedürfnis danach haben und es dann trotzdem für dich machen. Das ist dann schon irgendwie so gesehen auch schon wieder ein Liebesbeweis, weil die Frau dann ja etwas für dich macht, wo du als die Frau macht etwas für dich, wo sie eigentlich gar nicht so das Bedürfnis hat. So. Ja, dass sich Gedanken drum macht, ne? Wie kann ich es nochmal anders machen, wie kann ich es anders schön machen und wie kann ich es auch zur Priorität machen, also Sex einfach wirklich auch zur Priorität zu machen für dich in deinem Leben und in deinem Alltag und da einfach zu gucken, dass ihr ja immer wieder Sex habt, weil das einfach ein großer Bestandteil von der Ehe ist. Yes, das war der erste Punkt. Genau. Männer wollen Sex aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Hab das einfach immer im Kopf, dass es nicht nur um dieses Triebgesteuerte geht. Ja. Das ist so das weit verbreitete Denken darüber, aber es muss nicht unbedingt immer so sein. Genau. So, und jetzt kommen wir auch zum zweiten Punkt. Männer sind unromantisch. So, aber was das Ganze jetzt heißt und wo das überhaupt herkommt und wie man da vielleicht auch mit umgehen kann, da gehen wir jetzt drauf ein. Es ist nämlich so, dass wir Frauen jetzt wieder denken, ja, das stimmt, Männer sind voll unromantisch, aber es hat einfach noch ein bisschen, also hört einfach zu, es gibt noch so ein paar andere Punkte, die man da einfach jetzt so beachten kann. Es geht nämlich bei Männern voll viel einfach so darum, innere Vorbehalte zu haben, also dass sie innere Vorbehalte haben und einfach, ja, diese Vorbehalte sind letztendlich verknüpft mit so einer falschen Vorstellung davon, was Romantik einfach auch ist. Also Männer, und das fand ich auch ganz interessant, haben einfach eine andere Vorstellung davon, wie Romantik ist. Also für die sind andere Sachen ganz romantisch oder würden das ganz anders definieren, als Frauen es machen würden. Und genau. Ganz viel wieder natürlich Hollywood. Wir entwickeln oder wir sehen so das, was die Frauen als romantisch empfinden in diesen Filmen und verknüpfen dann irgendwie damit, okay, wir müssten das genauso machen, finden das aber ultra kitschig und haben da einfach mega keinen Bock drauf. Ja. Und über diese falschen Bilder, die irgendwie uns da ja gegeben werden über diese Filme, entwickeln wir halt so eine innere Abwehrhaltung dagegen und sagen, ey, kein Bock, will ich nicht. Weil ihr einfach denkt, dass Romantik bedeutet halt für euch einfach was anderes. Ja. Und ja, da müsstet ihr ja jetzt auch mal einmal drüber nachdenken, was sind so Situationen, das ist auch super interessant, wo hat euer Partner vielleicht versucht, diese Hollywood-Sache nachzubauen oder nachzustellen, einfach für euch und es romantisch zu machen, Kerzen anzumachen, Blumen tun, was weiß ich. Und wie habt ihr das entsprechend gewürdigt? Also habt ihr es gewürdigt? Habt ihr es entsprechend gewürdigt? Habt ihr euren Partner ausgelacht? Ja, das sind halt ganz krasse, also das macht ganz viel mit dem Mann. Er hat halt da, was das angeht, totale Selbstzweifel und begibt sich in ein Gebiet der Romantik, was er nicht kennt, was er nicht romantisch findet, was er für euch macht. Und wie geht ihr dann damit um? Also er hat es ausprobiert und
wenn er einmal versagt hat, dann wird das wahrscheinlich zukünftig auch mit der Romantik sein lassen. Von daher schaut einfach, wenn er sowas macht, würdigt das einfach extrem, weil dann wird das nochmal machen und wird er sich eher trauen, das nochmal zu machen. Ne? Und genau, das ist so das eine, wenn Männer versuchen, die Frauenromantik für die Frauen quasi ins Leben zu rufen. Aber Männer haben eigentlich unterschiedliche Auffassungen von Romantik. Genau, zum Beispiel sind wir Männer so, dass wir uns, ja, wir wünschen uns eigentlich eine Gefährtin für unsere Männer-Hobbys. So, und wie du dir das jetzt vorstellen kannst, ist zum Beispiel, keine Ahnung, was machen wir Männer? Wir gehen zum Beispiel Motorrad fahren, wir gehen, weiß nicht, in den Wald und, keine Ahnung, gehen wandern oder grillen oder sonst irgendwas. Das sind halt alles so Sachen, wo wir Männer uns denken so, yeah, geil, da haben wir richtig Bock drauf. Mhm. So, und wenn wir unsere Frau dann da mitnehmen, dann ist das für uns vielleicht auch schon so ein bisschen Romantik, keine Ahnung, aber wir teilen auf jeden Fall ein Stück weit unser Leben mit dieser Person. Deswegen änder auch vielleicht du als Frau vielleicht nochmal so deine Auffassung davon, was Romantik eigentlich ist. So, und deswegen kann das auch zum Beispiel sein, dieses Teilen eines Hobbys, das kann auch Romantik bedeuten. Mhm. Ja. Also so denken wir Männer zumindest. Ja. Und was ich super interessant fand zum Thema oder zum Punkt Romantik war halt eben auch, dass für Männer, wo wir gerade halt eben auch beim Sex waren, für Männer ist Sex eine Art und Weise, die halt eben zum Ausdruck bringt, was sie emotional fühlen. Und sie fühlen sich beim Sex emotional verbunden. Und da in der Romantik ist es ja so, dass wir Frauen immer denken, oh, das ist so romantisch. Ich fühle mich so emotional verbunden. Letztendlich ist es ja das. Und das, für Männer... Genau, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Sorry, dass ich da nochmal rein muss. Für Frauen ist Romantik nur diese Situation an sich. Ja. Dieses, okay, er hat etwas für mich gemacht. Er hat diese Kerzen dahingestellt. Er, keine Ahnung, hat mir Rosen gekauft und hat irgendwie so ein Setting geschaffen, was an sich romantisch ist. Ja. Und das ist für Frauen Romantik. Und da fühlen die sich total geliebt und emotional verbunden. Und für Männer ist es aber so, wo die sich am meisten emotional verbunden fühlen, ist halt eben beim Sex. Das bedeutet, für sie ist die Romantik unserer Auffassung vor allem auch nach ohne Sex auch nicht vorstellbar. Also wenn... Das ist total miteinander verknüpft. Ja, also das war für mich nochmal so, okay, Männer wollen immer, wenn man irgendwie was schön miteinander gemacht hat, irgendwie Essen war oder sonst was, sie wollen dann immer Sex. Okay, es ist immer mit Sex verbunden. Aber warum ist es so? Weil die sich emotional verbunden fühlen wollen. Noch mehr, weil der Moment es einfach so hergibt. Und das ist halt einfach nochmal so, ja, voll verständnisschaffend für die Situation einfach. Und genau, deswegen sei einfach auch da in der Richtung, ja, einfach erstmal die Freundin, die er sich wünscht und vielleicht auch die Geliebte dann in der Situation. Ja. Und letztendlich, Sex ist ja dann auch so etwas, was einen dann so verbindet und das einfach nochmal schön, noch schöner macht im Prinzip. Ja, trotzdem ist das Verständnis von Romantik in der Situation einfach ein unterschiedliches. Voll. Und da einfach auch zu checken, okay, Romantik ist für Männer oder für uns Männer oftmals, vielleicht auch nicht immer, aber ganz oft auch dann mit Sex verknüpft. Ja, genau, das war Punkt 2. Männer sind unromantisch, beziehungsweise haben wir gelernt, haben die auch einfach eine andere Vorstellung von Romantik. Beziehungsweise, wenn dein Mann jetzt irgendwelche Hollywood-Situationen nachstellt, ermutige ihn und... dann mach das wieder vielleicht. Gib da voll die Power. Ja. Genau, Punkt 3 ist, dass... geht es um das Aussehen von den Frauen. Also Männer legen einen großen Wert auf das Aussehen von Frauen. Punkt. Also wenn Frauen ihren Mann lieben, dann geben sie sich Mühe. Also letztendlich ganz, ganz vorsichtig mit diesem Thema jetzt umgehen. Ja, voll. Weil da gehen wir jetzt aber gleich auch noch drauf ein. Ja. Also du musst jetzt, nein, ich will nicht vorgreifen, Darlene, übernimm bitte wieder. Es ist halt so, ja, jetzt kommt wieder dieses Klischee, okay, Männer wollen eine Frau, die gut aussieht, Männer wollen eine tolle Frau, 90, 60, 90, bla bla bla. Ist das nicht so. Das stimmt nicht, ne? Dein Mann ist nicht umsonst mit dir zusammen oder verheiratet, dein Mann liebt dich so, wie du bist und dein Mann möchte einfach mit dir zusammen sein. Punkt. Das ist erstmal das Erste.
Und da ist es aber trotzdem, also es gibt halt ja zwei Unterschiede. Wie kann man als Frau mit seinem Körper umgehen? Liebt man sich und seinen Körper? Geht man gut mit seinem Körper um? Macht man sich zwischendurch auch mal schick? Pflegt seinen Körper und läuft nicht immer nur in Jogginghose rum? Das ist so das eine. Ne? Oder man mag sich nicht so gerne, ist unzufrieden, man isst noch mehr Chips, man nimmt 20 Kilo zu, man macht nichts mehr, dann will man nicht mehr nach draußen gehen, weil man sich nicht wohlfühlt, was weiß ich. Also es sind jetzt so zwei Szenarien. Und der Mann liebt es einfach, wenn die Frau sich Mühe gibt. Das bedeutet, indem man sich liebt und seinen Körper, sich in seinem Körper wohlfühlt, indem man dementsprechend halt gesund für seinen Körper sorgt und halt eben sich zwischendurch mal schick macht, mal aufhübscht, mal einfach die hübscheste an dem ganzen Abend für den Mann ist. Das sind so Momente, wo der Mann die Frau halt einfach noch mehr liebt, weil sie sich einfach Mühe gibt. Das ist wieder genau diese Situation. Mühe für ihn, ja. Ja, genau, das ist wieder genau diese Situation, dass natürlich hat man irgendwie so Alltag und so, keine Frage, aber dass man dann vielleicht an einem Tag, keine Ahnung, man geht essen oder so, und dass man sich dann da vielleicht nochmal besonders Mühe gibt einfach. Mhm. So, und dieses besonders Mühe geben, indem man, weiß ich nicht, indem man sich vielleicht besonders schminkt, indem man vielleicht irgendwelche coolen Sachen anzieht oder sonst irgendwas, das zeigt ja wieder, okay, du bist mir etwas wert. Ja, ich gebe mir Mühe für dich. Genau, das ist der Punkt. So, und wie gesagt, da geht's nicht darum, um irgendwelche Maße, um irgendwelche, dass die Haare, keine Ahnung, krass sind oder immer gefärbt. Oder gefärbt oder sonst irgendwas. Darum geht's überhaupt nicht. Sondern es geht einfach nur um die Zeit, die du in deinem Körper, in dein Aussehen, in dieser Situation investierst. Und diesen Punkt zu verstehen, du kannst mit deinem Aussehen und wie du dir Mühe gibst, deinem Partner zeigen, wie sehr du ihn liebst. Also das ist eigentlich so der Gedanke, der es ein bisschen verändert. Also du brauchst keine super Figur und du musst jetzt nicht, was weiß ich, abnehmen, 30 Kilo oder sonst was. Also weißt du, dein Mann liebt dich so, wie du bist. Aber sie wollen halt einfach nur, weil sie dich lieben, dass du das Beste aus dir machst. Das Beste aus dir machst und aus deinem Körper und da einfach gesund handelst, weil sie dich halt einfach auch lieben. Und ja, also wenn man sich nicht um seinen Körper bemüht, ist halt eben auch diese Spirale, die ich ja gerade schon mal benannt hatte, beeinträchtigt sich halt eben auch das Selbstbild. Und dann natürlich auch, hatte ich auch gerade kurz gesagt, wenn man wenn sich das Selbstbild einfach reduziert oder beeinträchtigt oder wenn man nicht gut von sich denkt, dann hat man einfach, dann geht man anders in diese Beziehung rein, man handelt anders, man denkt anders von sich, man, keine Ahnung, es ändert einfach so viel, wenn man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper, beziehungsweise auch andersrum, wenn man sich wohlfühlt, beziehungsweise wenn man sich einfach mal Mühe gegeben hat, ja. Ja, und wenn du dann vielleicht auch irgendwann gar keinen Bock mehr auf Unternehmung hast, weil du dich nicht wohlfühlst, beeinträchtigt das halt auch die Beziehung und das, was ihr unternehmen wollen würdet normalerweise. Und deswegen, genau. Egal wie du aussiehst, egal, keine Ahnung, einfach alles egal, sondern guckt einfach nur, weiß nicht, dass ihr, dass du das Beste aus dir machst, was in dieser Situation für dich möglich ist. So, und das zeigt einfach dem Mann, dass alles gut ist, dass er sich geliebt fühlen kann. Ja. Und genau, das ist der letzte Punkt. Wert auf das Aussehen. Das war der 7. von 7 Punkten, den wir jetzt gemacht haben. Und ganz kurz nochmal, die 3 Punkte, die wir heute gemacht haben, war: Männer wollen Sex aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Dann der 2. Punkt, Männer sind unromantisch, beziehungsweise haben total die Vorbehalte durch Hollywood, durch schlechte Erfahrungen, wo sie vielleicht runtergemacht wurden oder sonst irgendwas. Und der letzte Punkt ist, Männer legen einen großen Wert auf das Aussehen der Frau, wobei das total subjektiv empfunden werden kann. Ja, genau. So, voll. Das wollten wir euch einfach nochmal mit auf den Weg geben. Und wir hoffen einfach, dass ihr daraus was mitnehmen konntet und dass jetzt auch die Männer so ein bisschen zum Zuge kamen und da quasi auch jetzt den Frauen nochmal sagen können, hey, guck mal, das ist gut, da fühle ich mich angesprochen, da kann ich mich mit identifizieren und das brauche ich. Und
letztendlich dafür sollen die Folgen einfach auch da sein, dass ihr in den Austausch kommt. Genau, ne? Sprecht über diese Dinge, die wir jetzt gesagt haben und ja, sorgt einfach dafür, dass ihr diese Grauzonen innerhalb eurer Beziehung einfach austauscht. Ja. Nicht austauscht, sondern einfach besprecht ja. Und auflöst. Und dann hilft das einfach super weiter, den anderen noch mehr und noch tiefer zu verstehen. Voll. Wir haben, kurz bevor du abschließt, wir haben auch noch einen Blogartikel dazu geschrieben und generell zu diesem Thema Frau versteht Mann. Und genau, den können wir euch auch einfach unten verlinken. In den Shownotes. Genau, wenn ihr eher die Leser seid, da haben wir nochmal das kurz und knackig zusammengefasst. Genau, hier nochmal ein bisschen ausführlicher, aber schaut gerne auch da rein. Das waren die Dinge, die wir euch mit auf den Weg geben wollten jetzt. Sage ich jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal. Macht überhaupt nichts. Liebe Grüße aus noch Südafrika. Genau, liebe Grüße aus noch Südafrika. Wir haben hier eine super gute Zeit. Hier ist das Wetter schön warm. Keine Ahnung, wie das Wetter in Deutschland ist. Aber hier ist schön. Wir machen uns hier eine super Zeit. Und ja, freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen. Ciao und bis bald. Bis dann. Tschö. Ciao.